Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Sniper Elite 5 mit und von eurem Darth Steffen Zockt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich mal los und machen weiter und schauen mal, wie wir heute weiterkommen, wo sie recht kommen werden und ja, versuchen uns hier mal irgendwie durchzukämpfen. Weil beim letzten Mal hatte ich ja schon so ein bisschen zu tun gehabt, hier weiterzukommen. Und ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wo was ist. Ich bin gerade... Wo bin ich denn gerade? Hier. Da bin ich gerade, glaube ich. Ich das richtig sehe. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube schon. So. Dann schauen wir mal. Ach, da bin ich. Hier. Ah, okay, da bin ich. Alles klar, das haben wir uns mal hier um. Über die Bistro. Wo ist das Bistro? Oder das ehemalige Bistro, besser gesagt. Ist das Juckt nicht so in Ruhe? Die machen wir mitnehmen. Und durchsuchen. So. Gehen wir hier weiter. Ich bin fertig. Über die Bistro. Wo ist das Bistro? Da hängt ein Flugzeug drinne. Alles klar. Das könnte ein Bistro gewesen sein hier, ne? Das sieht so ein bisschen nach Bistro aus. Aber da ist keiner. Ja, jetzt muss ich gucken. Hier sind so viele Quests, die ich machen kann. Welche ich hier... als nächstes mache. Ich gehe erstmal ganz kurz... Hallo? Ganz kurz hoch. TNT. Ja, nehme ich mal mit, ne? Also es auf den höchsten Punkt zu kommen. Weil da hat man ja auch ein bisschen... ja, Übersicht. Hier oben hast du ja sehr gute Übersicht. Gib her. Ah, ist hier die Waffe. Gut. Da war ich da wenigstens rein. Running low on ammo. Ja, die nehmen. Ja, lad aber nach, genau. Im besten Moment nachladen, obwohl gerade ist es auch ziemlich ruhig. Okay, time to go. Hier sind keine Leute mehr, hier ist alles ruhig. Tote Hose. Und hier müsste ja theoretisch irgendwo ein Sniper auf dem Dach sein. Auf dem Bistro über dem Dach. Aber ich sehe keinen.
Der ist automatisch immer fallen. Hey, bitte, bitte, danke. Ui, ja, geil. So, dann schauen wir mal weiter. Irgendwo müsst ihr noch Leute sein hier. Kann doch nicht sein, dass hier tote Hose ist. Aber ich habe ja bei letztem Mal ganz schön gemetzelt, ne? Da kann es so gut möglich sein, dass hier keiner mehr da ist, hier in dem Gebiet. Okay, heute ist alles gesichtet, okay. Oh, guck mal dahin. Zu den Segelflieger. Vielleicht kann ich damit auch noch was anfangen. Weil ich komme gerade irgendwie nicht so wirklich weiter hier. Ich hänge mir ein bisschen fest. Aber hier ist auch keiner, ne? Hier ist gerade ganz ruhig. Hier, hier liegt das Wrack. He's not here. Good. Neither is this kid. Nazis must have taken him alive. Jetzt soll ich die Gräben untersuchen. Da geht es jetzt doch mal ein bisschen weiter. Das wäre dann dahin. Ich muss jetzt den Punkt hoch. Sorry, dass es gerade etwas langweilig ist und nichts passiert, aber hier ist gerade alles komplett leer. Hier ist kein Schwein mehr. Hier rennt kein Zombie rum, da habe ich alle weggemetzelt beim letzten Mal. Verstärkung ist noch keine da. Doch. Gehst du mal? Alter Schwede. Warum trifft er nicht? Ich bin der. Ja, es kommt gar keine, es kommt alle auf einmal oder was? Ihr habt wohl die Vollmeise hier oder was? Erst Kinder, jetzt kommt alle auf einmal. Wie immer. Erst du und dann kommen sie alle auf einmal gerannt und knallen. Alle auf einmal killen wollen. Ja, ist doch gut, Brauner. Du bist auch noch dran, du Arsch. Alle der Reihe nach. Ich hab wieder dran. Verdammt doch mal. Hä? Was ist hier falsch? Alter, wie viel kommt denn noch hier? Ist man wieder gut hier? Da kommt keiner und da kommt alle auf einmal. Was sind die Scheiße? Ihr müsst euch schon entscheiden. Entweder einer oder einer auf einmal. Mein Gott. Hier. Da hört man ja Öre. Jetzt habe ich ja wieder 1000 Leute zu untersuchen. So. Und jetzt sind wir aufgefüllt. Sehr gut. Alter Schwede, ey. Hier geht was ab. Erst ist es ruhig, so ruhig und dann kommt alle auf einmal. Looks like there was a struggle. Wonder if this bunker is where our radio operator is being held. Ah, ich hab Bunkerschlüssel. Geil. Servus. Was ist mit dir passiert? Der Hilferuf. Fertigkeitspunkte 2. Gucken wir mal, was wir nehmen können hier. Ich brauche auf jeden Fall. Dass ich mehr Munition mit kann nehmen, ne? Nehmen wir das hier, würde ich sagen.
So, was haben wir hier noch liegen? Nachschubtasche, nehmen wir auch mal mit. Und jetzt müssen wir... Da ist noch eine Flak. Ich bin gerade hier. Soll ich sagen, gehen wir da hoch und machen die Quest. Das ist das nächstgelegenste. Und dann habe ich mich nach unten durch Richtung Süden. Aber hier, das ist jetzt das nächstgelegenste, deswegen nehme ich jetzt erstmal das als erstes. Befreie die Gefangenen. We need to take this village by any means necessary. Das ist logisch, dass sie das nicht kampflos übergeben, oder? Logisch. Die kämpfen bis zum letzten Mann, auch wenn es schon verloren ist, der Kampf. Aber trotzdem wird gekämpft bis zum bitteren Ende. Das ist normal bei Deutschen, die geben nicht auf. Die kämpfen erbittert weiter. Sind halt doof. Na, komm ich nicht drüber, alles klar. Dann geht's halt hier lang. Nee, 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 so schnell entdeckt er mich nicht hier, ja? Ganz ruhig, ihr Deutschen. Ganz ruhig, lass mich mal hier erstmal ein bisschen erkunden. Wow. Das Schloss knacken wir mal, da kann man ja knacken. Ja, auch möchte ich leider nehmen, aber den hebe ich mal auf für andere Dinge. Ist immer besser, wenn man sich das dann vielleicht aufhebt. Nachschubtasche, die einfach hier liegen lassen wird. Logisch. Wenn ich auch einfach liegen lassen, die Nachschubtasche mit Munition oder Granaten, einfach liegen lassen, ne? Kann sich ja der Gegner holen. Sau sind die bescheuert, ey. Sau, was seid ihr für deutsche Soldaten, ey? Ich dächte, ihr seid besser. Uiuiuiuiui. Gut, gehen wir einfach hoch und gucken uns hier um. Also verschlossen. Aha. Okay. Da komme ich erstmal nicht ran. Schöne kleine Wohnung hier, ne? Oh. Servus. Das ist da genau von mir und hat mich nicht gesehen. Genau in die Fresse, nee. Genau in die Schlagader, glaube ich. Wow, die hat voll erwischt. Ja. Nazis have barricaded the bridge. Rangers are pinned down. Got to clear the way. Hallo. Aber voll weggebasht. Alter Schwede. Das hat sicherlich wehgetan. Und ich wehgetan. Uiuiuiuiuiui. So, haben wir aus. Also jetzt nur ein Pistol, aber egal, die reicht auch aus. Hier soll irgendwas gesprengt werden. Sieht zumindest so aus. Aha, okay. So. Ich nutze eure eigene Waffen gegen euch. Ihr seid solche Noobs, ey. Hasta la vista. Juhu. Na, was sagt ihr? Oh, dafür war die Passerfaust. Scheiße. Die Muni ist jetzt alle. Au, 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 au. Ei, 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 ei.
verpasst, habe ich aber voll mitgenommen gerade. Und du bist es doch ganz so dein Freund, ne? Geballert war die Seele aus Snipe. Arschloch. So, jetzt muss ich mich aber erstmal verstecken. Denn ich muss erstmal die Folge beenden. An dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch natürlich immer Spaß gemacht und gefallen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. In großer Zahl. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und ja. Lasst euch nicht ärgern, bleibt bei 3 Kugeln gesund. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Zur nächsten Folge von Let's Play 7 Elite 5. Bis dahin, eine schöne Zeit. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Abo oder Kommentar, wie auch immer. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle erstmal Ciao mit V. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge nächste Woche wieder am Montag. Also dann bis dahin eine schöne Zeit und ciao, ciao, ciao mit V. Euer Darth Steffen zockt. Möge die Macht und das Sniperblut mit euch sein.